Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Genau, da war was. Wir sollten Informationen über Ciri schaffen, weil die wohl so Probleme hat. Ne? Und wir wollten beim letzten Mal zu dem Typen, achso, jetzt sind wir erst mit einem Ladebildschirm gefangen. Genau. Es kommt davon, wenn man eine große Map. Finde ich aber vollkommen okay, dass man am Anfang einen längeren Ladebildschirm hat, dafür, dass man eine große Map hat. Ne? Also, dass man nicht immer wieder in kleinere Ladebildschirme rein muss. Ne, das finde ich ja bei Monster Hunter World zum Beispiel auch sehr gut. Das gefällt mir. Ich bin sehr froh, dass ich vielleicht sollte ich auch traurig sein, dass ich nicht mit den früheren Teilen angefangen habe, wo du quasi zwischen jeder einzelnen Map eine Ladezone hattest. Ich glaube nicht, dass ich jetzt, nachdem Monster Hunter World halt so viel, ja, ich würde sagen, sogar sagen wollen, ist eher für Casual-Spieler angepasst hat, Kram. Glaube ich nicht, dass ich zu den älteren Hardcore, ihr hört vielleicht die Anführungszeichen Hardcore-Teilen zurückkehren könnte. Gut und blöd. Na, wie gesagt, ich find's halt immer ganz nett, wenn ich irgendwie eine große Welt habe und nur einen Ladebildschirm habe. Ja, so dass das halt einmal am Anfang ein bisschen warten, so, ist okay. Kann man mal drüber jammern, braucht man nicht. Ist ja noch alles gut. Gab's noch einen anderen Gedanken, wo ich hin wollte? Ich glaube, ja. Ich bin einfach so zerstreut. Ich sollte mir mal Kram einfach aufschreiben. So, wenn du einen Gegenstand zerstörst, gewinnst du alle drin erhaltenen Runensteine zurück. Ah, sehr interessant. Bieten Güter zu unterschiedlichen Preisen. Und Schwertschmieden können beispielsweise bessere Preise bei Schwerter machen als Rüstungsschmiede. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie Leute aktiv darauf warten oder ältere Tweets von mir anschauen. Aber ich hatte gestern schon mal, also für mich gestern, für, oh Gottchen, wann kommt das auf YouTube? Ende März müsste das erschienen sein. Ich habe am 2. März quasi, guck mal, wir haben jetzt schon mal Sound. Ich habe am 2. März ein bisschen Gedanken über Bioshock 2 spielen lassen. Ne, auf Twitter so ein bisschen längeren Post gemacht und ich bin an sich vielleicht auch daran interessiert, einfach mal so ein bisschen von meinen Streams zu nehmen, da so ein paar Sachen rauszuschneiden, ne, dass ich Background-Footage habe und dann so Spiele-Reviews zu machen. Ich meine persönlich, das Ding, was ist eine Meinung, sind ja sowas wie Arschlöcher, sagen wir jetzt mal. Sagen wir es, wie es ist. So. Meinungen sind wie ein Arschloch. Jeder hat eins. Oder jeder hat eine. Und das Ding ist auch, insbesondere bei älteren Spielen, ne, wie jetzt bei Shock 2 zum Beispiel, das Spiel existiert jetzt schon ein paar Jahre. Es wird nächstes Jahr 10. Ne, 2010 wird es 10 Jahre alt. Es ist vor kurzem 9 geworden. Ob es sich sowas lohnt, es wäre vermutlich einfach nur etwas für mich, so, ne, einfach mal um zu testen, um zu gucken, ne, um zu schauen, ob das, was ich meine über Videospiele zu wissen, ob das auch wirklich Mehrwert hat. Ne, und wenn man, das Schönste ist, wenn du eine falsche Meinung oder falsche Information im Internet verstreust, Menschen lieben es, dich zu korrigieren im Internet. Vertraut mir, sagt irgendwas Kontroverses oder Doofes und Menschen kommen, um euch zu korrigieren. Was auch gut ist, wie ich finde, ne, dass man korrigiert wird. Ne, so, dadurch, dass man Fehler macht und diese Fehler bemerkt und korrigiert werden, lernt man halt. Trotzdem. Ne, es wäre wirklich nur, glaube ich, was für mich dann zu tun. Insbesondere vielleicht auch für die, die Spiele kaufen möchten oder sowas. Dass sie dann da irgendwie Informationen bekommen und gesagt bekommen, ey, hier, schau mal, ist ganz toll.
Oder dieses und jenes. Wobei ich da auch ganz gerne, ich persönlich müsste ich da natürlich noch ein bisschen nachschauen, ne? Wie soll eine Review strukturiert sein, auf was sollte man eingehen, auf was nicht. Wie drückt man sich idealerweise aus? Und dann sollte ich auch bestenfalls Beispiele dafür liefern können, da auch aus meinem Playthrough heraus. Ja. Also von dem, was ich hier quasi produziere. Vielleicht sollte, ja. Ich könnte es mal anfangen, an versuchen. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein gescheiter Review-Kanal werde, sondern eher so ein bisschen, wie denken Casual-Spieler darüber? Sowas ungefähr. Jetzt ist der Ladebildschirm auch, ist fast vorbei, aber mir geht so langsam das aus, worüber ich reden kann. B? Passiert was? Haha. Achso, ich muss mir einen Pass besorgen. Da war was. So. Jetzt muss erstmal die Welt reinladen. Mein Gesicht ein bisschen anders geworden. Moin, Alternis. So. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das kommt davon, wenn man unterschiedliche Spiele spielt. So. Oh, da hatte ich einen Frame-Drop. Vielleicht muss noch ein bisschen Zeug nachgeladen werden. Irgendwie... Hallo, redanischer Soldat. Irgendwie ist die Framerate gerade nicht so stabil, wie ich es mir wünschen würde. So. Falsche Taste. Quests. Du kannst nicht vorbei. Die machen wir jetzt nicht den Fluss online vom Oberkommando ausgestellten Passierschein überqueren zu lassen. Achso, das ist Novigrad. Das wäre ein Wielen. So, warte, schauen wir mal. Ne, wir sind jetzt gerade in... Ne, wir sind in Wählen. Achso, okay. Ups, Entschuldigung. Teufelsgrube. Da ist ein Anschlagbrett, da ist ein Lager. Ist jetzt für mich die Frage. Also ich muss hier wohl einfach mit dem Booten drüber. Ne, und in die Stadt wollte ich, ne? Genau, in die Stadt durfte ich nicht. So... ich sehe aber auch keine Möglichkeit, ich kann noch ein bisschen weiter rauszoomen. Das ist halt unglaublich viel, was hier existiert. Sind wir mal ehrlich. So. Also noch mehr Anschlagsbretter. Ich könnte einfach anfangen, hier die ganzen Fragezeichen zu machen. Ich habe auch ich bin ja muted, ne? Genau. Ich habe einfach mal nachgeschaut, weil ich daran interessiert war, ob es irgendwie was dafür gibt, dass man alle Fragezeichen holt. Es ist nur für die eigene Befriedigung. So. Siedlung der Steinschneider. Och, guck mal, die haben da sogar noch einige Informationen. So, ist das hier? Das schaut aus wie so eine kleine Siedlung. Weiß halt nicht, wo das Oberkommando sein soll. Und sonst, wenn ich hier auf Quests schaue, achso, das sind Nebenquests gerade. Hauptquestsphäre, finde heraus, ob Ciri sich in Skellige in Wählen befindet, in Novigrad befindet. Geht zur Taverne am Scheideweg. So, wo wäre das gewesen? Achso, dann gehen wir erstmal hier runter, ne? Vielleicht mal hier noch nebenbei, was bist du denn? Ach, ein Händler. Hier so ein, zwei Fragezeichen. Moin, Bladelord! Wie habe ich mein Pferd gerufen? Hab's doch rausgefunden. Pass doch auf. Sorry, Prinzessin. So, auf Plötze immer aufsteigen. Komm schon, Plötze. Warte, in welche Richtung muss ich jetzt dafür? Warte, ich kann mir doch hier Dingens machen. Ich würde ganz gerne einmal... So, genau. Ich kann mir individuelle Markierungen machen, sondern ich müsste in die Richtung... Geht mir bitte aus dem Weg, danke. So. Dann reiten wir mal hier durch. Ob sie mich dafür hassen? Achso, bist du der Händler? Langsam. Ja, ich könnte versuchen mit dir... Achso. Sag... Oh, pass doch auf. Ein bisschen zu reden. Alles okay bei dir, Händler? Wer bist du? Was ist dein Name? Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, ach guck mal, das ist der Händler. Da
Das ist mein Kram. Erdreine Silber. Was brauchte ich nochmal? Ich wollte irgendwas craften, ne? Wofür ich irgendwas brauchte, ich weiß aber nicht was. Ich könnte ihm Alchemiekram verkaufen, ne? Achso, das ist die Petersilie, die ich gerade gefunden habe. Ist das Idigenius-Essenz? Achso, irgendwie ist das auch. Oh, ich habe sogar eine Menge Geld, sehe ich gerade. Mit 408 Kronen? Ich glaube, das sind Kronen, ne, die ich habe. Ja, dann ignorieren wir den Händler erstmal. Der scheint auch nicht viel zu haben, was mich interessieren würde. Leb wohl. Tschüss, Händler. Klötze, nein! Pass auf! Komm her! Du bist Pferd! Deinesgleichen steckt einen an. Mit so, denn einmal. Ich glaube, den Weg muss ich jetzt gehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Los, los. Ich würde gerne alle, die mich anspucken, einfach töten. Ach stimmt, hier waren Leichen. Hier war was. Gut, ignorieren wir die Toten. Ignorieren wir sie. Die sind alle tot. Ich brauche nicht, mich für zu interessieren. So, einmal hier. Wusch, 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 wusch. Ist es der Weg hier? Komm ja, schon, ne? Bitte. Das langsam, ist langsam. Weniger ein Weg. Ich höre gerade irgendwie Kampfmusik. Ist hier was? Schauen wir mal. Neue Markierung verlassene Städte. Irgendwelche Paste, Zwergenschnaps. Sonst irgendwas hier. Scheint nicht so zu sein, ne? Normalerweise würde ich dann auf der Karte was sehen. Ach so, da ist ein... Ah! In die Richtung. Was haben wir denn hier? Da sind auf jeden Fall Gegner, wie ich gerade sehe. Drei Stück. Haben sie mich bemerkt? Ja, nein, vielleicht. Oh, die sind Stufe 9. Das ist ein bisschen heftig. Ich höre noch irgendwas drin. Verzeihung. Ah. Okay. So. Ah, so konnte ich an... Au. Visieren. Uff. So, was war die andere Ausweichtaste? Ach, das war B gewesen, ne? Ja. Au. Au, au, au. Bitte nicht. Au, 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 au. So, den erwischt. Da ist ein neuer gespawnt. So. Oder ist er gespawnt? So, komm ran hier. Geh weg hier. Ah, ich geh weg hier. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Huh. So. Ah, das tat weh. So, den einmal ganz kurz anvisieren. Ich benutze viel zu wenig anvisieren. Okay, da ist noch einer gespawnt. Eine Cutscene? Okay. What? Okay. Lang lebe Raduvid. Was ist das denn, Zora auf Tollwut? Anscheinend war ich, da hat noch einer gelebt. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Sei gegrüßt. Sollt mir deine Waren? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Krieg ich irgendwie Discount oder sowas? Nee. Was passiert da? Leb wohl. Ich glaube... Okay. Also ich habe das schon mal, ich glaube, in einem Ladetipp gesehen. Wenn hier irgendwie Gefahren sind oder sowas, dann verschwinden die... Sind da Bienen? Bees! Wenn hier Gefahren sind, dann verschwinden die Bewohner und dann wird das jetzt so eine verlassenen Stätte. Und anscheinend habe ich die Gefahr gebannt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass es eher so viel bedeutet wie... Okay, ich...
bin okay damit. Ich habe Menschen geholfen. Es war nicht meine Intention. Eigentlich wollte ich die Gegner töten, damit ich looten darf. Aber ich hab geholfen. So, achso, warte. Nein, falsche Taste. Die da. Nein, kannst du dich da hoch? Das ist... Geralt. Nun, ich bin froh, dass ich helfen konnte, ne? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn du die Männer des Barons den Arsch verstellt haben. Ich hab euch gerade zu Hause wiedergegeben, aber gern geschehen. So, hast du irgendwas zu sagen für mich? Mögen die Götter dich schützen. Vielen Dank. Guck mal, der ist nett. Dann mal jetzt erstmal was an. Welche Taste war das? Die. Ja. Genau. Meditation. So, wir meditieren. Wir haben jetzt gerade 19:30. Das Problem ist, es wird dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel wird. Ah, okay. Mit Alkohol habe ich gerade irgendwelche alchemistischen Objekte wieder aufgefüllt. So, dann gehen wir mal. Bleibt das jetzt auch so? Ist jetzt für mich die Frage. Oder kommen nach einiger Zeit die Monster wieder? Ich behaupte mal, das bleibt so. Hallo? Ich glaube nicht, dass du weißt, was du tust. Okay. Ich bewege meine. Ich nehme das alles hin. So. Was sind das hier für ein Häuschen? Ist das ein Schrein? Kann ich hier irgendwie ihn anbeten? So. Kann auf jeden Fall Glütz machen. Okay, das ist irgendein Schrein. Das ist. Achso, das ist eine kleine. Wow, das habe ich halt gar nicht gesehen. Was hat der Pfeil bedeutet? Mach langsam. Hab ich noch einen Punkt, den ich in meinen Charakter stecken kann? Jo, ich habe noch einen verfügbaren Erfahrungspunkt. Nice. Achso, ich kann damit. Oh! Stimmt, ich habe ein Level abgemacht. Also ab Level 8 könnte ich hier irgendwas holen. Möchte ich einfach. Ich habe halt mit dem Adrenalin noch nicht so richtig gearbeitet und beim Parieren bin ich auch zu bad. Ich kann auf jeden Fall einen weiteren Punkt hier reinstecken. Ich habe hier den einen Slot frei. Ist die Frage, für was ich den nutze? Hast du das geheiratet Kong angeschaut? Nee, tut mir leid. Habe ich nicht, sorry. Maximale Vitalität um 500. Das ist, würde ich mich auf leichte Rüstung, mittelschwere Rüstung oder auf schwere Rüstung. Maximale Ausrüstungsgewicht. Oh. Merke gerade, mein Inventar ist fast voll. Ups. Da muss ich gleich was gegen tun. Komm, wir ignorieren erstmal den einen Punkt. Ja, das Idealste wäre dann, ne, würde ich irgendwie mir ein Lager suchen. Was nimmt denn so viel Platz weg? Schauen wir erstmal. So, wie schwer bist du? Kann ich das sehen? 056, das ist eigentlich gar nicht mal schwer, was das ist. Sind das vielleicht diese Waffen hier? Oh, ja. Oh Gott, die sind halt wirklich schwer. Knüppel. Ach, das wäre eine Stahlwaffe. Das wäre auch eine Stahlwaffe. Die wäre sogar schadenstechnisch stärker. Also ich kann einmal vergleichen. Ich würde meine... okay, dann kann ich den Kram eigentlich verkaufen. Ist hier irgendwo ein Schmied, mit dem ich das machen kann? Sehe ich ein. Wäre die Siedlung der Steinschmiede? Das ist ein Banditenlager. Achso, das habe ich schon aufgeräumt, genau. Ich glaube, der nächste Schmied wäre halt erst irgendwo hier? Vermutlich. Ich schaue trotzdem erstmal hier rein. Weil das ist noch eine Möglichkeit, dass da was ist. Weiter so, Plätze. Ich weiß auch nicht, was ich für positive oder negative Punkte bekomme dafür, dass ich, oder ist hier ein Schmied? Ich meine, das scheint ja ein Armeelager zu sein. Langsamer. Scheint weniger mit Schmieden zu sein. Jesus Christ, viel zu viele. Oha, Plätze.
Er hat mich in Visima gesehen, okay. So, dann reiten wir jetzt mal, wir werden zu Sabrina. Ach nee, Bibi und Tina war's, ne? Bibi und Tina. So, seid ihr böse oder seid ihr freundlich? Ihr seid am Rumeiern. Das sind Gegner. Was sind das für Gegner? Ich sehe es nicht wirklich. Ich sehe es halt wirklich nicht wirklich. Sind Gegner dort? Ignorieren wir es. Da sind noch mehr. Das sind Wölfe, oder? Ja, das ist einfach nur ein kleines Wolfsrudel. Die machen auch Geräusche. Hier ist halt, weißt, es ist irgendwie grausam, wenn man irgendwo entlangläuft und dann ist einfach grau in dem Spiel. Irgendwie erwarte ich das einfach nicht hier, dass irgendwas grau ist und trostlos erscheint. Das sind das Ghule. Das sind eine Menge Ghule. Welche Stufe habt ihr? 9. Au! Please no. Puh. Okay, ich sehe euch. Ich sehe euch, ihr hässlichen Mistviecher. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. So, Anderle! Falsche Tasten gedrückt hier. Zack. Wie wär's mit ein bisschen Feuer unterm Hintern? So, den Ghoul getötet. Und der Rest ist irgendwie wieder hier zurückgelaufen. Heißt das, das ist auch eine verlassene Stätte? Wenn hier Ghule sind.